In diesem Video geht es darum, ob es einen weltweit agierenden satanistischen rituellen Kult gibt, der auf rituelle, organisierte Weise aus ideologischen Gründen Kinder missbraucht und das alles geheim halten kann, da er so mächtig ist, oder ob das nur eine Gruselgeschichte, eine Horrorstory ist in den Köpfen einiger. Kürzlich bin ich wieder auf den Begriff Satanic Panic gestoßen, und zwar ausgelöst durch die Grammy Awards in diesem Jahr. Dort gab es einen Auftritt von einem Sängerduo, ein Lied namens Unholy. Das wurde in einer sehr satanischen Weise dargestellt. Die ganze Performance war satanisch geprägt und das hat Kritik hervorgerufen. Einerseits eigentlich moderate Kritik von Konservativen, die mit dem Finger darauf zeigen und sagen, schaut mal, wie pervers und abartig diese Popindustrie eigentlich ist. Und dann aber auch von denen, die Vertreter sind von einer Theorie, dass es sowieso so ist, dass die ganze Popindustrie von einem satanischen Kult geleitet wird oder stark beeinflusst wird, der eigentlich auch mehrere Bereiche oder das Weltgeschehen allgemein stark beeinflusst. Und als Reaktion auf die Kritik, auch auf die moderate Kritik, haben die Medien dann mit dem Begriff Satanic Panic reagiert und den Kritikern unterstellt, dass sie hier die Satanic Panic schüren würden. Und das ist ein interessanter Punkt. Satanic Panic hat schon ein gewisses Framing in sich, das ist eine Deutung, was in den 80er Jahren in den USA stattgefunden hat. Wir gehen gleich darauf ein, was da passiert ist und was die beiden Ansichten sind, die man hier vertreten kann, wie man das interpretieren kann. Aber diese Medien, die behaupten damit, dass diese bösen Rechten einem Verschwörungsmythos angehören und diesen schüren würden, während natürlich die Kritiker, die diese These vertreten, dass es diesen satanischen Kult gibt, dann den Medien unterstellen, dass sie mit diesem Begriff Satanic Panic einen Kampfbegriff verwenden, um dafür zu sorgen, dass es nicht aufgeklärt werden kann, was dieser satanische Kult da eigentlich fabriziert. So, das hat in mir das Bedürfnis geweckt, mich damit näher zu befassen, mir beide Seiten anzuschauen, zu schauen, was hat es mit dem Begriff auf sich, was ist damals passiert in den 80ern in den USA, um mir eine eigene Meinung bilden zu können. Und das Video ist jetzt so aufgebaut, dass ich erstmal das Narrativ erkläre, dass das gängige Narrativ ist, nämlich wie das allgemein hin rückblickend gedeutet wird, was damals passiert ist und wodurch auch dann dieser Begriff Satanic Panic entstanden ist. Und als ich zum ersten Mal diesen Begriff gehört habe, war das durch Jordan Peterson, der wirklich ein psychologisches Phänomen beschreibt und eigentlich auch das aus der Sicht des Psychotherapeuten, des Psychologen beschreibt, was dort stattgefunden hat. Und ich blende hier einfach mal Peterson ein, der erklärt, was aus seiner Sicht passiert ist. I don't know if you know, guys know about the daycare scandals that were very, very common in the 1980s. So horribly common, actually. This infested many towns. And usually what would happen is somebody who is a little on the paranoid side, or maybe a lot on the paranoid side, would send their children off to daycare. And that was a whole new thing in the 80s, right? Because women were, you know, moving into the workforce like mad, and so they were handing over their, often their infants, kids below three, say, to total strangers. And, you know, for some of them, that set up a fair bit of worry, like it still does, and sometimes that worry got out of hand, especially among the people who are little predisposed to paranoid schizophrenia, and maybe even had had some previous episodes. And so, you know, the kid would come home, and the mother would observe, or not, something kind of peculiar about their behavior, and then she'd fantasize about maybe what that was, and then, you know, she'd start asking the child if the child had been touched in any particular way, and, you know, and she'd keep this up for a good length of time, and then the child would start to have nightmares, and then the child would tell the mother about what the nightmares were, and then that would freak her out, and so she'd ask even deeper questions, and soon, you know, her children were telling her that horrible things were happening to them at daycare. And so then she'd go to the police, and they wouldn't look into her psychiatric background, and then the police would go out and they'd start to interview other children. And if they interviewed them properly, then the other children would start to produce all these stories as well. Because the, now, how did that happen? Well, a bunch of ways. The first is, the police would ask leading questions, like, did anyone touch you? Well, of course, someone touched the kids. I mean, people touch kids. Did anybody touch you there? Well, that's not a question. That's a piece of information. The piece of information is, if someone touched me there, an adult would be very interested in that, right?
So and now, what's a child doing when he's answering an adult's questions? Well, the child doesn't bloody well know. What the hell do they know? They're like three, you know. They can hardly organize their story. You know, if you're talking to a kid and you want to get them to give you an account of their day, you have to really guide them through the organization of their memory. And partly what they're doing when you're doing that is they're looking at you, trying to figure out if they're telling you the right things, which is what they should be doing, because what they're trying to learn to do is to tell people things in a way that they'll understand them. But that makes the child very, very responsive to the nonverbal and verbal cues of the adult. You think about how fast those little rats learn how to pick up language, you know. It's really very fast, and no one really teaches them. They're just paying attention like mad. So you get a bunch of cops who are on a half-cocked adventure, and they think there's some serial sexual pervert in their midst, and they go interview, you know, 15, 20 kids, and they do it a lot, and they use little dolls, and they do it a lot, and they do it a lot, and they do it a lot, and sooner or later, all the kids start having nightmares, and then they start telling the cops there's all these terrible things happen, like they're taken into underground caverns, and they're stripped naked, and they're forced to, like, leapfrog over each other, and, like, you just can't believe it, what happened. You can't believe it. It's all documented in a book called Satan's Silence, which was written by a social worker and a lawyer. It's mind-boggling. The longest prison sentences in American history were handed out to a series of middle-aged women who were taking care of little kids. And the FBI even came up with a whole new criminal category. Late-onset female sexual offender. Well, why didn't that category exist before? It's simple. There are no late-onset middle-aged female sexual offenders. That's why we didn't need the category. But once all these accusations came up, well, poof, you know, you had to have some damn category for these poor women. Some of them were put in jail for 350 years, which seems a bit excessive, given that they're only going to last about 40. You know, they'd get 12 consecutive life sentences. So, there was actually a situation where one town went so far as to start digging underneath the town to find these underground satanic lairs where all these weird ritual things were going on. You know, and along with this was not one shred of concrete evidence. You know, and the eventual conclusions, and this affected thousands of people, the eventual conclusions was, well, there actually isn't anybody who's, you know, satanically torturing children in daycare centers. Und was Jordan Peterson da beschreibt, ist auch das, wie es allgemein hin jetzt rückblickend betrachtet wird. Es ist ein wirklich spektakuläres Phänomen, ein extrem exotisches Phänomen. Es gab in den 80er Jahren, vor allem in Nordamerika, eine riesige Anhäufung von Anschuldigungen in die Richtung, dass Kinder rituell, in der Regel satanisch, missbraucht worden wären. Und in dem Zusammenhang gab es auch eine Vielzahl von Anzeigen und Gerichtsverfahren. Und diese Anschuldigungen, die haben sich vor allem in die Richtung von Kindertagesstätten gezielt bewegt, zumindest am Anfang. Und dadurch ist auch der Begriff Satanic Daycare Panic entstanden, den Peterson verwendet hat. Und ich will jetzt erstmal so ein paar Fälle nennen, wo es auch zu Gerichtsurteilen kam, um ein Bild davon zu schaffen, was sich damals zugetragen hat. Wenn man das erstmal so hört, klingt das sehr abstrakt. Man hat kein konkretes Bild dazu, aber es gab so eine Handvoll Fälle, die auch medial große Aufmerksamkeit bekommen haben. Und die schauen wir uns jetzt kurz mal an. Und als auslösendes Ereignis werden angebliche Missbrauchsfälle in Kern County herangezogen. So wird das heute beschrieben. Und ich lese jetzt mal den Wikipedia-Artikel vor, den Wikipedia-Bericht dazu, was damals in Kern County passiert sein soll. Der ist automatisiert ins Deutsche übersetzt. Die Fälle von Kindesmissbrauch in Kern County lösten in den 80er Jahren in Kern County, Kalifornien, die Hysterie des sexuellen Missbrauchs in Kindertagesstätten aus. Die Fälle beinhalteten Vorwürfe des satanischen rituellen Missbrauchs durch einen Sexring gegen bis zu 60 Kinder, die aussagten, dass sie missbraucht worden waren. Mindestens 36 Personen wurden verurteilt und die meisten von ihnen verbrachten Jahre im Gefängnis. 34 Verurteilungen wurden im Berufungsverfahren aufgehoben. Der für die Verurteilung zuständige Bezirksstaatsanwalt war Ed Yagels, der von mindestens einem derjenigen verklagt wurde, dessen Verurteilung aufgehoben wurde und der bis 2009 im Amt blieb. Zwei der Verurteilten konnten ihre Unschuld nicht beweisen, weil sie im Gefängnis starben.
Und das ist ein Muster, das sich durch die Fälle zieht. Also es gibt wirklich hier 60 Kinder, was wirklich eine große Anzahl ist, die davon berichten, dass sie sexuell missbraucht worden sind in ritueller, satanischer Weise. Und es gibt dann auch Verurteilungen. Hier 36 Personen wurden verurteilt. 2 von diesen Personen sind im Gefängnis gestorben. 34 Personen mussten aber später dann doch rausgelassen werden, weil es sich so herausgestellt hat, dass es keine echten Belege dafür gibt, dass sie das gemacht haben. Und ein zweiter Fall, der ähnlich ist, der aber für noch mehr größere Aufmerksamkeit gesorgt hat, wahrscheinlich für die größte Aufmerksamkeit, das ist der Fall der McMartin-Vorschule. Und auch hier will ich mal aus Wikipedia vorlesen. Ein Fall, der auf großes öffentliches Interesse stieß, waren die Missbrauchsvorwürfe der McMartin-Vorschule in Manhattan Beach, Kalifornien, die am 12. August 1983 von einer Mutter angezeigt wurde. Die Mutter stellte sich später als paranoide Schizophrene heraus. Während dieses 7 Jahre dauernden, längsten und mit 13 Millionen Dollar kostspieligsten Kriminalprozesses der amerikanischen Rechtsgeschichte wurden 360 Kinder dieser Vorschule von der Beratungsgesellschaft Children's Institute International untersucht und als Opfer von satanischen Missbrauchsritualen diagnostiziert. Auch Kinder an anderen Einrichtungen wie der St. Cross Episcopal Church im benachbarten Hermosa Beach erhoben entsprechende Vorwürfe, nachdem sie mit anatomisch korrekten Puppen befragt worden waren. Über 100 Erzieherinnen und Erzieher wurden daraufhin beschuldigt, einer satanischen Sekte anzugehören, die rituell sexuelle Belästigung oder Missbrauch von Kindern betriebe. Alle Beschuldigungen wurden 1990 fallen gelassen, die schockierenden Aussagen der Kinder wurden auf Erinnerungsverfälschungen durch die befragenden Sozialarbeiter zurückgeführt. Geschworene und Wissenschaftler kritisierten die Befragungstechniken, die die Ermittler bei ihren Untersuchungen an der Schule angewandt hatten. Sie kamen zu dem Schluss, die Befrager hätten die Kinder zu unbegründeten Anschuldigungen überredet, indem sie ihnen immer wieder dieselben Fragen stellten und verschiedene Anreize boten, bis die Kinder berichteten, missbraucht worden zu sein. Die meisten Wissenschaftler sind sich heute einig, dass die Anschuldigungen, die bei diesen Befragungen von den Kindern erhoben wurden, falsch waren. Sowohl die Soziologin Mary D. Young als auch der Historiker Philip Jenkins haben den Fall McMartin als Prototyp für eine Welle ähnlicher Anschuldigungen und Untersuchungen zwischen 1983 und 1995 aufgeführt, die eine moralische Panik auslösten. Und so wie das hier beschrieben wird, das ist das Grundnarrativ, das gängige Narrativ, wie die gesamte Satanic Panic beschrieben wird. Nämlich, es kommt zu diesen Anschuldigungen, die aber ausgelöst werden durch eine fehlerhafte Befragung seitens Sozialarbeiter, Therapeuten und auch Polizisten, also ähnlich wie auch Jordan Peterson das beschrieben hat. Und einen Bericht zu einem weiteren Fall will ich auch noch kurz vorlesen, weil dort beschrieben wird, was genau die Anschuldigungen auch waren. Und dann kriegt man mal ein Bild davon, wie pervers oder wie abartig das eigentlich ist, was da im Raum stand. Nämlich Friends Daycare Center in Texas. Hier steht bei Wikipedia wieder, 2017 wurde ein Ehepaar, das mehr als 2 Jahrzehnte unschuldig in Haft gesessen hatte, freigelassen. Francis und Daniel Keller, die die Kindertagesstätte Friends Daycare Center in Austin, Texas betrieben hatten, wurde aufgrund des Justizirrtums eine Haftentschädigung von 3,4 Millionen Dollar zugesprochen. Anfangs der 90er Jahre hatten Kinder angegeben, von den Kellers und anderen Personen sexuell und rituell missbraucht worden zu sein. In mindestens einem Fall sollen die Opfer nach Mexiko geflogen sein, wo sie von Soldaten vergewaltigt und danach innerhalb der Öffnungszeiten der Tagesstätte wieder zurück nach Texas geflogen worden sein sollen. Angezeigt wurde zudem, dass die Kinder auf einem Friedhof Leichen ausgegraben und ihre Knochen hätten zusammennageln müssen, um dass sie mit Tieren lebendig begraben worden seien. Mit vorgehaltener Pistole habe man die Kinder gezwungen, pornografische Filme anzusehen. Sie hätten mit ansehen müssen, wie die Kellers ein Baby fast ertrinken ließen, um es danach mit Blut zu beschmieren und Satan zu opfern. Einen anderen Säugling hätten die Kellers vor den Augen der Kinder getötet, indem sie ihm das Herz herausrissen. Die Kellers wurden im November 1992 zu jeweils 48 Jahren Gefängnis verurteilt. Beide Urteile wurden im Revisionsverfahren am 26. Oktober 1994 bestätigt. 2 beschuldigte Hilfspolizisten wurden nicht angeklagt, während ein 5. Angeklagter, der den sexuellen Missbrauch zunächst gestand, aber später widerrief, eine 10-jährige Haftstrafe erhielt. Nachdem ein medizinischer Gutachter seine Aussagen aus dem ersten Prozess revidiert hatte, wurden beide Ende 2013 freigelassen. Also hier auch dasselbe Narrativ, und das hat darin gemündet, dass in den USA in diesem Zeitraum über 12.000 dokumentierte Anschuldigungen wegen diesem rituellen satanischen Missbrauch eingetroffen sind und dokumentiert worden sind.
Man aber sagen muss, es gab bei keinem einzigen Fall eine Erhärtung des Verdachts, dass es wirklich so ist, dass das rituell organisiert, ideologisch motiviert gewesen war. Man muss ja unterscheiden, worüber wir jetzt hier sprechen. Es gibt schon Verurteilungen, weil es gibt natürlich sexuellen Missbrauch und es ist auch ein Konsens da, dass es zumindest Leute gibt, die so rituelle Sachen dann mit einstreuen, dass sie sich zum Beispiel als Satanisten ausgeben, dass sie irgendwelche Kutten tragen oder ähnliches. Oder dass es vielleicht auch Leute gibt, die sich selbst als Satanisten bezeichnen und dann Kinder missbraucht haben. Aber der Unterschied ist da zu machen, dass es nicht diese Organisation gibt, dass es nicht das in diesem großen organisierten Rahmen gibt. Dass die These geht ja dahingehend, dass es so ist, dass auch wirklich in diesem satanischen Kreis Kinder geboren werden und geopfert werden oder großgezogen werden, die dann selber wieder Kinder kriegen und dass eigentlich eine Vielzahl von Kindern und Menschen dort umgebracht wird, während das alles im Verborgenen bleibt. Und dafür gibt es wohl keinen einzigen Beweis. Oder besser formuliert, es gibt keinen erhärtenden Beweis, abgesehen von dieser Vielzahl an Zeugenberichten. Und das ist der Grund, warum allgemeinhin das als eine moralische Panik, Moral Panic eingestuft wird, nämlich als eine Art Wahnvorstellung, wenn eine Gemeinschaft plötzlich die Angst hat, dass es eine bedrohende Gefahr gibt durch jemanden oder durch etwas und dass dieses Gefühl, diese irrationale Angst dann noch stärker verbreitet wird, dadurch, dass die Medien eben darüber berichten und dass diese auch als wahr, faktisch wahr angesehen wird, dadurch, dass es Experten gibt und Verurteilungen gibt, also Richter, die das nochmal bestätigen, dass es dann zu so einer Massenwahnvorstellung kommen kann. Und damit das noch ein bisschen griffiger wird, wie man das hier begründet, muss man ein bisschen besser verstehen, was es mit diesen falschen Erinnerungen auf sich hat, die diese Opfer oder vermeintlichen Opfer angeblich haben und hatten. Wie das sein kann, dass es Patienten gibt, die von ihren Therapeuten teilweise solche Erinnerungen eingepflanzt bekommen oder dass die Polizisten, die Befragungen unternehmen oder dass es die Sozialarbeiter gibt, die sich um diese Leute kümmern, dafür sorgen, dass so eine Erinnerung überhaupt erst entsteht. Man muss dazu sagen, es gibt Indizien, dass das tatsächlich so stattgefunden hat. Also es gibt einige Fälle, wo man dann eben danach sagen musste, die Anschuldigung, die ist nicht nur unhaltbar, sondern das sieht sehr so aus, als wäre sie einfach falsch, als wäre es einfach eine falsche Erinnerung einer traumatisierten Person, die Erinnerungen an solche Rituale hat, die sich teilweise dann auch gegen die Eltern wendet und die Eltern dann unter Verdacht stehen, also sehr dramatische Fälle. Ich will mal zwei Fälle, die man auch bei Wikipedia nachlesen kann, von falscher Erinnerung vorlesen, damit du so ein Bild davon bekommst, was da sich zugetragen hat, was da auch dokumentiert wurde. Da wäre zum einen der Fall von Kenneth Olson, der sich auch wirklich auf diese Zeit der Satanic Panic bezieht, also in diesem Rahmen stattgefunden hat. Hier steht bei Wikipedia, der Psychiater Kenneth C. Olson behandelte seit 1986 über mehrere Jahre die 33-jährige Hilfsbetreuerin Nadine Kuhl. Während der Behandlung unter anderem mit Hypnose und Teufelsaustreibung erinnerte sich die Patientin, sie sei an satanischen Kulten beteiligt gewesen, habe Säuglinge verspeist, sei vergewaltigt worden, habe Geschlechtsverkehr mit Tieren gehabt und sei gezwungen worden, den Mord an ihrer 8-jährigen Freundin mit anzusehen. Sie glaubte, mehr als 120 Persönlichkeiten zu haben, solche von Kindern, Erwachsenen, Engeln und auch einer Ente. Als Nadine Kuhl später klar wurde, dass man ihr falsche Erinnerungen implantiert hatte, ging sie gerichtlich gegen den Psychiater vor und erhielt 1997 nach 5-wöchiger Prozessdauer in einem außergerichtlichen Vergleich 2,4 Millionen US-Dollar an Schadenersatz. Und es gibt auch in Schweden einen sehr populären Fall, einen spektakulären Fall, wo das auch passiert ist, wo es ein Mädchen gab, das ihrem Vater vorgeworfen hat, sie zu missbrauchen und wo es nicht vor Gericht zugelassen wurde, diese These, dass es diese falschen Erinnerungen, dass diese implantiert werden können in die Patienten und der dann in Haft gekommen ist und dann später freigelassen werden musste. Ich lese mal hier kurz vor, wie das dann am Ende geendet ist. Also in Bezug auf das oberste Gericht von Schweden. Dieses hob am 24. Mai 2013 die bisherigen Urteile auf und verwies den Fall zur Neuaufnahme an die zweite Instanz zurück. Diese sprach den Vater am 25. April 2014 in allen Punkten frei. Damit war seine Gefängnishaft die längste, die ein fälschlich
Verurteilter je in moderner Zeit in Schweden absitzen musste. Sein Anwalt reichte am 7. November 2014 eine Schadensersatzforderung von 19 Millionen Kronen, das sind ca. 2,06 Millionen Euro, ein. Und am 29. Juni 2015 wurde dem Vater eine Entschädigung von 12,6 Millionen Kronen, also 1,4 Millionen Euro, zugesprochen. Die höchste jemals in Schweden festgesetzte Entschädigungssumme für einen fälschlich Verurteilten. Also der Vater wurde damals zu 14 Jahren Haft verurteilt. Und das hat sich herausgestellt, dass das so gesehen nicht sein kann, was die Tochter da ihm vorgeworfen hat. Und noch heute soll es solche Fälle geben. Vor allem in der Schweiz wurde jetzt größer darüber berichtet. Der SRF hat da so eine Doku-Reihe darüber produziert, wo sie auch Opfer von solchen falschen Erinnerungen interviewen und die Eltern interviewen, die dann vor Gericht standen, deren Ruf natürlich in extremster Weise geschädigt ist. Die verlinke ich auch, diese Doku, sowie alle anderen Quellen unter meinem Video. Da kann man sich auch noch näher informieren. Wobei etwas schade ist bei dieser Dokumentation, dass sie extrem geframed ist. Also sie geht eigentlich von Anfang an davon aus, dass die These, dass es tatsächlich so einen Kult gibt, der solche extremen oder solche abartigen Rituale vollzieht, dass dieser nicht existiert. Davon wird stark ausgegangen und deswegen wird eigentlich nur in eine Richtung geschaut. Jetzt gibt es auch einen Vortrag von Lydia Benecke. Die habe ich auch stark herangezogen bei meiner Recherche, was jetzt so die gängige Meinung ist, was damals vorgefallen ist. Sie hat schon mehrere Vorträge zu dem Thema gehalten und sich in der Tiefe damit auseinandergesetzt. Ihr Resultat ist im Endeffekt genau die Haltung, die man aber auch bei Wikipedia nachlesen kann. Also wer einen Wikipedia-Artikel dazu liest, der ist auf demselben Stand wie sie. Sie hat aber natürlich noch mal ein paar Kenntnisse mehr. Und sie beschreibt auch, wie so eine Therapie ablaufen kann oder wie das im Rahmen so einer Therapie ablaufen kann, dass es zu so einer falschen Erinnerung kommt. Und sie trägt da so einen Fall vor, und das will ich jetzt auch mal kurz zeigen, damit man so ein Bild davon hat, wie so etwas überhaupt stattfinden kann. Und ich möchte an dieser Stelle verweisen auf tatsächlich den Bericht einer Frau, die in eine solche therapeutische Intervention, die genau zu solchen Prozessen führen kann, hineingeraten ist und es geschafft hat, sich davon selbst wieder zu lösen. Allerdings hat sie bis dahin sehr, sehr viele schlimme Dinge erlebt. Und die Gründe, aus denen sie anfangs eine Psychotherapie aufgesucht hat, waren tatsächlich deutlich kleiner als die Dinge, die dann im Laufe der fragwürdigen Therapiemethoden, die von ihr geschildert werden, dann erzeugt wurden. Und das kann man nachlesen auf der Seite der Sekteninfo NRW. Dieser Artikel hier ist von Bianca Liebrandt. Und der Online-Artikel heißt Zersplitterung nach Therapie, bedenkliche Auswirkungen der rituelle Gewalt-Mind-Control-Theorie. Und hier ist also jetzt ein Abschnitt von der Betroffenen zum Thema der Diagnostik, die sie erlebt hat. Ich zitiere: Ich ging zu einer Selbsthilfegruppe und lernte dort die ersten Multiplen kennen. Eine von ihnen riet mir, mich aufgrund meiner Unsicherheit an einen Verein zu wenden, der sich um Opfer sexuellen Missbrauchs kümmerte. Ich glaubte zu der Zeit nicht mehr, dass ich das wissen könne, und erhoffte mir Sicherheit von außen, was mich sehr empfänglich für Suggestionen machte. Bis dahin wurde ihr bereits suggeriert, dass die Annahme von Therapeutenseite bestünde, dass sie halt Opfer ritueller Gewalt geworden sein könne und möglicherweise viele schlimme Dinge verdrängt habe. Eine Mitarbeiterin des Vereins vermutete bei mir eine dissoziative Identitätsstörung und wollte dann, dass ich mich diagnostizieren lasse. Das verunsicherte mich stark, und ich habe dann einen Termin mit der mir genannten Expertin gemacht, um endlich Sicherheit zu bekommen. Die Diagnostik dauerte 5 Stunden, verteilt auf 2 Termine. Ich wurde während der ganzen Zeit gefilmt und dabei wurden mir Fragen gestellt. Ich hatte mit den Fragen Probleme und wusste nicht genau, was mit den Fragen überhaupt gemeint war, da diese sehr schwammig formuliert sind. Während der 2. Testung wurde ich plötzlich gefragt, ob ich mich prostituieren würde. Zur Erklärung: Ein solcher Hintergrund wird bei der Diagnose DIS häufig vermutet, gehört quasi zur Grundannahme dazu. Jetzt wird der Dialog zwischen der Klientin und ihrer Diagnostikerin von der Klientin hier nach ihrer Erinnerung dargelegt, wie das abgelaufen ist, weil sie das sehr verstörend fand. Deswegen erinnert sie sich auch gut daran. Also die Klientin: Nein, natürlich nicht. Diagnostikerin: Woher wollen Sie denn wissen, dass Sie sich nicht prostituieren? Klientin: Ich würde doch wissen, ob ich mich prostituiere. Diagnostikerin: Wenn eine andere Person von Ihnen sich prostituieren würde, würden Sie davon ja nichts mitbekommen. Klientin: Ich würde doch wissen, ob ich mich prostituiere. Diagnostikerin: Ja, woran würden Sie das denn merken, dass Sie sich prostituieren?
Dann schreibt die Betroffene, im Nachhinein ärgere ich mich noch heute, dass ich nicht gegangen bin oder zumindest bei meinem Standpunkt geblieben bin. Stattdessen bin ich mit dieser Art der Argumentation mitgegangen. Klientin, ich hätte dann ja wohl so etwas wie Reizwäsche. Diagnostikerin, es könnte ja sein, dass die andere Person das bei ihrem Zuhälter aufbewahrt. Klientin, ich hätte mehr Geld. Diagnostikerin, es könnte ja sein, dass eine andere Person von Ihnen ein anderes Bankkonto hat. Klientin, aber ich würde das doch wissen. So, man kann sich vorstellen, dass so eine Art von therapeutischer Intervention aus wissenschaftlicher Sicht fragwürdig erscheint. Denn wie die betroffene Frau hier auch rational reflektiert, gab es keine Möglichkeit für sie, die Annahmen, die die ganze Zeit suggeriert wurden, zu widerlegen. Und das große Problem ist halt, dass sie selbst sagt, sie war ja bereits selbst unsicher und in einer schwierigen Lebenssituation, als sie in diese Therapie hineinging und war dann natürlich im Angesicht dieser vielen Annahmen von Experten, denen sie vertraute, extrem verunsichert und dementsprechend auch umso stärker suggestibel. Okay, würde man jetzt hier Stopp machen bei der Erklärung, wäre es immer noch extrem krude, diese These, wie es zu dieser Satanic Panic kam. Nämlich einfach, dass es da Therapeuten gab, die den Leuten erzählt haben, dass sie satanisch rituell missbraucht worden sind, ist ja auch eine krude Verschwörungstheorie. Das hört sich kein bisschen legitimer an, als zu sagen, es gibt tatsächlich diese mächtigen Zirkel und die sind einfach nur so mächtig, dass nichts vor Gericht nachgewiesen werden kann. Es wird aber ein bisschen plausibler, zumindest, es wird ein bisschen plausibler, wenn man die Erklärung mit einbezieht, dass es durch die Literatur zu dieser Satanic Panic gekommen sein soll. Also ich gebe das mal wieder, wie jetzt so diese gängige Erklärung ist, was damals passiert ist. Also erstmal wird gesagt, auch von Lydia Benecke, ein Grund, warum es diese Erzählung überhaupt gibt bei diesen vermeintlichen Opfern, ist, dass es eben diese Beschreibung von satanischen Ritualen schon lange auch vor den 80ern gab. Also dass es eine allgemeine Vorstellung gab, wie so ein satanisches Ritual abläuft. Und dann war es so, dass in den 80er Jahren ein Buch erschienen ist, das auch großflächigen Erfolg hatte. Ein Buch namens Michelle Remembers, das wurde geschrieben von dem Psychiater Lawrence Pester und seiner Patientin und späteren Ehefrau Michelle Smith. Und in diesem Buch geht es darum, dass Michelle Smith sich erinnern kann durch die Therapie an alte satanische Rituale und dass sie von solchen Zirkeln missbraucht worden ist. Und das wurde eben zum ersten Mal so dokumentiert und wurde dann publik gemacht. Die Sache ist, dass auch bei diesem Fall so ist, dass dann recherchiert wurde, was damals passiert sein könnte, ob das plausibel ist und wo man am Ende dann zu dem Schluss gekommen ist, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass das nie stattgefunden hat, woran sie sich erinnert. Das hat aber insgesamt dazu geführt, dass Lawrence Pester zu einem Experten auf diesem Gebiet wurde. Er hatte eine neue Nische erschlossen sozusagen. Vorher gab es da noch nicht wirklich so eine Fachliteratur. Und das hat dafür gesorgt, dass er eben als Experte angesehen wurde und auch zum Beispiel zum McMartin-Fall, dieser McMartin-Vorschule, hinzugezogen wurde, um zu beurteilen, was da stattgefunden hat. Und das hat auch dazu geführt, dass er viele Fortbildungen geleitet hat, zum Beispiel auch in der Strafverfolgung in den USA, damit die wissen, wie sie mit solchen Fällen von rituellem Missbrauch umgehen können. Und so ist das ein bisschen plausibler, dass man sagen kann, okay, es gab diesen Anstoß, es gab diese Weiterbildung, Fortbildung in den Kreisen der Polizei, aber dann auch Therapeuten, die sich weitergebildet haben in dem Bereich des rituellen Missbrauchs, die also sozusagen ein gewisses Framing hatten, die auch helfen wollten, und es ist natürlich auch ein sehr emotionales und extremes Thema, und die dann eventuell auch in dem Übermut zu sehr nachgestochert haben, auch falsche Methoden angewendet haben und bei den Patienten eben diese Erinnerung überhaupt erst hervorgerufen haben. So, das ist so die These, wie sie jetzt rückblickend von Wikipedia und von vielen Experten auch beschrieben wird, was sich damals zugetragen hat bei der Satanic Panic. Wir fassen nochmal zusammen. Also es gab Tausende, über 12.000 Anzeigen von rituellem satanischen Missbrauch an Kindern vor allem in den 80er Jahren in den USA. Und jetzt die Erklärung dafür, dass es zu so einer Vielzahl an Anzeigen kam, dass aber niemals dazu kam, dass es einen erhärtenden Beweis dafür gab, dass es wirklich so einen Missbrauch im größeren Stil, im organisierten Stil mit
ideologischer Absicht, also satanisch-okkulter ideologischer Absicht gegeben hat, ist, dass es dazu kam, dass die Therapeuten mittels falscher Befragungstechnik für falsche Erinnerungen bei ihren Patienten gesorgt haben. Also dass das auf einer riesigen Wahnvorstellung eigentlich gemündet hat. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, auf die will ich jetzt zu sprechen kommen, die sagt, dass der Grund dafür, dass es diese Anzeigen zwar gibt, aber keine Verurteilung, keine erhärtenden Beweise, dass dieser Grund darin liegt, dass diese satanische Elite einfach so mächtig ist, dass sie alles unterwandert und dafür sorgt, dass so etwas eben nicht zu einer Verurteilung kommen kann. Wir schauen uns jetzt also die andere Seite an. Was ist die andere These? Auf was beruht diese These, dass es eben tatsächlich diesen satanischen mächtigen Kult gibt? Und ich beziehe mich da jetzt auf Marcel Polte, der auch schon zwei Bücher zu diesem Thema geschrieben hat, der schon öfter in Podcasts war, von dem ich auch schon mehrere Interviews gesehen habe und der sich mit diesem Thema in der Tiefe befasst hat. Marcel Polte war beim 100% Real Talk Podcast und dort hat er eben auch darüber gesprochen, was er für Belege hält, dass es wirklich tatsächlich diesen Ring gibt, der diesen Missbrauch verursacht und dass das eben satanisch motiviert ist. Und das ist jetzt keine neue, wie gesagt, Verschwörungstheorie. Das ist schon seit Jahrzehnten, findet man das in der Literatur. Letztens habe ich mich wirklich noch mal gefreut über eine sehr, sehr wichtige Quelle, auf die ich gestoßen bin, die auch zeigt, dass alles ist schon viel, viel älter. Und zwar findet man im Internet einen Bericht der Taskforce des Staates Utah zu ritueller Gewalt. Das heißt, da wurde 1992 schon im Staat Utah eine Expertenkommission eingesetzt aus rund 30 Personen, die sich mit dem Thema befasst haben, die all das schon, was wir heute erst wieder sprechen, beschrieben haben. Generationenübergreifend diese satanistischen Strukturen, Persönlichkeitsspaltung, die Probleme, das zu beweisen. Und all das ist in diesem Bericht, findet man im Internet, nachweisbar. Da sieht man, das sind nicht irgendwelche Spinner. Ja, das war eine staatlich eingesetzte Kommission. Ein Punkt, den er anspricht in diesem Podcast, ist ein Report der Utah State Task Force. Eine Task Force, das ist eine Arbeitsgruppe, die für einen bestimmten Zweck gebildet wurde. Und diesen Report, den kann man auch finden in der digitalen Bibliothek von Utah. Und den habe ich mir angesehen und die Beschreibung zu diesem Report habe ich mir ins Deutsche übersetzen lassen. Und die will ich jetzt hier mal kurz vortragen. Im März 1990 wurde eine Gouverneurs-Taskforce für rituellen Missbrauch eingerichtet, die auf die Bedenken der Gouverneurskommission für Frauen und Familie und der staatlichen Taskforce für sexuellen Kindesmissbrauch zurückgeht. Da dieser Ausschuss bereits seit einiger Zeit tätig war und seine Arbeit gut aufgenommen hatte, kamen die Mitglieder überein, dass eine separate Gruppe gebildet werden sollte, um das Thema zu untersuchen. Die Kommission sollte Informationen über rituellen Missbrauch in Utah sammeln und analysieren, verantwortungsvolle Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit leisten, bei der Ausbildung von Fachleuten helfen und öffentlichen und privaten Einrichtungen notwendige Programme vorstellen. In diesem Bericht kam die Arbeitsgruppe zu dem Schluss, dass ritueller Missbrauch in Utah ein erhebliches Problem darstellt und empfahl der Legislative, dem Büro des Generalstaatsanwalts $250.000 zur Verfügung zu stellen, um 4 Ermittler für ein Jahr einzustellen. Das heißt, diese Taskforce kam zu dem Entschluss, dass dieser rituelle Missbrauch nicht nur echt ist, sondern ein erhebliches Problem in Utah darstellt. Jetzt ist nur die Frage, worauf begründet sich das auch auf diesen Erzählungen von den vermeintlichen Opfern, dann haben wir keine neue Datenlage oder gibt es jetzt doch noch mehr Beweise, die hier aufgeführt werden? Und wenn man sich den Bericht dann selbst ansieht, dann muss man erstmal feststellen, dass es leider so ist, dass der Beleg dafür, dass es dieses Problem gibt, primär eben auf den Erzählungen angeblicher Opfer besteht. Das heißt, damit ist die These nicht widerlegt, dass das auf Wahnvorstellungen beruht. Es werden auch Punkte darüber hinaus genannt und auf die will ich jetzt auch mal kurz eingehen. Der erste Punkt ist unabhängige Identifizierung ein und desselben Täters durch einander unbekannte Opfer. Hier kommt es jetzt natürlich darauf an, wie genau diese Identifizierung stattgefunden hat, also wie speziell die Identifizierung ist durch diese beiden Opfer, die sich einander gar nicht kennen. Also wenn es jetzt wirklich dieselbe Person ist, die vielleicht sogar auch noch gerichtlich bekannt ist, dann ist es natürlich ein erhärtender Verdacht. So weiß ich jetzt nicht, was Sie gesagt haben. Ob die beide jemanden in einer Kutte und mit einer Maske beschrieben haben,
deswegen kann ich das nicht weiter beurteilen. Zweiter Punkt, Berichte über rituellen Missbrauch in jüngster Zeit, die in ihren Einzelheiten dem Missbrauch verblüffend ähnlich sind, an die sich erwachsene Überlebende erinnern, deren Trauma Jahrzehnte zurückliegt. Das heißt, hier gibt es eine gewisse Konsistenz in der Erzählung, wie diese Riten und dieser Missbrauch stattfindet, auch über Jahrzehnte hinweg. Das kommt natürlich auch darauf an, was genau beschrieben wird, ob es da wirklich um Details geht und wo man sagt, okay, das ist eigentlich, das, die müssen das beide erlebt haben, also wenn wirklich spezielle Sachen gleich gelaufen sind, oder wenn es jetzt nur in der Erzählung darum geht, dass gewisse ja, Abläufe stattgefunden haben, gewisse Gegenstände verwendet wurden, was man eben auch aus der Literatur ziehen könnte, dass ja das Erklärungsmodell von Lydia Benecke auch und auch das gängige Erklärungsmodell, dass eben die Verbreitung von Literatur und die Darstellung von satanistischen Ritualen dazu beigetragen hat, dass es eben diese Einigkeit darin gab, wie so etwas stattgefunden hat. Ich bringe hier auch nochmal einen Ausschnitt von Lydia Benecke aus ihrem Vortrag, wo sie genau diese These so äußert. Wenn jetzt also hier die Begründung für die Annahme der Existenz die ist, dass sich die geschilderten Darstellungen immer wieder wiederholen, dann kann man jetzt bereits, wenn man einfach rational und logisch denkt, doch zu dem Schluss kommen, dass die Darstellungen sich deswegen wiederholen, weil das Grundnarrativ, wie funktionieren denn Satanssekten, wie stellen Sie sich eine typische Satansmesse denn vor, dass dieses Grundnarrativ ja wirklich kulturell bei uns umfassend verfügbar ist. Also so umfassend, und das soll jetzt auch überhaupt nicht despektierlich sein, dass selbst Groschenromane die entsprechenden Darstellungen genau so auch abhandeln. Also es ist ein Narrativ, das einfach in unserem Kulturkreis vorhanden ist. Was man vielleicht auch noch Lydia Benecke entgegenhalten muss, zu ihrer These, dass die Literatur dafür sorgt, dass die Menschen ein Bild davon haben, wie so ein ritueller Missbrauch stattfinden würde, wie er aussehen würde und die Erinnerungen, die falschen Erinnerungen dadurch geprägt sind, ist, dass es so einen Konsens in der Literatur gibt, das könnte ich auch als Beleg dafür heranführen oder als Indiz dafür, dass es so einen Missbrauch auch in der echten Welt gibt. Also einfach zu sagen, die Kausalkette ist so, es gibt die Literatur, deswegen gibt es diese falschen Erinnerungen, die von der Literatur her stammen, von der fiktiven Literatur, dann könnte ich aber auch sagen, okay, aber woher stammt die Literatur? Warum ist die Literatur sich so einig, wie so ein satanischer Missbrauch, so ein Ritual aussieht? Das könnte auch daher kommen, dass es so etwas in echt gibt, also dass es wirklich okkulte Zirkel gibt und dass es die gibt, ist ja auch belegt und dass es von da aus in die Literatur geschwappt ist und weitergetragen wurde. Der nächste Punkt, der spielt eigentlich auf dasselbe Konto ein, unabhängige, detaillierte Berichte in vielen verschiedenen Staaten und im Ausland über identische Taten des rituellen Missbrauchs. Also hier ist auch für mich die Frage, wie detailliert sind diese Aussagen? Und wenn man das wirklich professionell beurteilen wollen würde, könnte man ja die gesamte Literatur nehmen, in der so etwas beschrieben wird, oder es würde reichen, die populäre Literatur zu nehmen. Und das zu vergleichen mit den Aussagen und wirklich auch die Aussagen zu bündeln, in denen es zu diesen Übereinstimmungen kam und dann zu schauen, wie übereinstimmbar ist das eigentlich mit der Literatur. Es könnte ja sein, das ist gar nicht gut übereinstimmbar. Das heißt, da wird etwas erzählt, das eigentlich gar nicht so in Büchern vorkommt. Dann kann man schon sagen, damit ist das Argument entkräftigt, dass die Literatur dafür gesorgt hat, dass es zu diesen Bildern bei diesen Menschen kam, in diesen falschen Erinnerungen. Angenommen, das sind aber wirklich nur so banale Sachen, die gleich berichtet werden, dann ist diese These nicht dadurch entkräftigt. Weiterer Punkt, erfolgreiche Strafverfolgung von Fällen von Kindesmissbrauch, die unbestreitbare Elemente des rituellen Missbrauchs enthalten. Hier vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, das ist ein Punkt, der unstrittig ist. Also da spalten sich jetzt nicht die Meinungen, sondern es wird nicht geleugnet, dass es Leute gibt, die sich selbst auch mal als Satanisten bezeichnen oder die solche rituellen Elemente vollziehen, während sie diesen Missbrauch vollziehen, dass es so etwas gibt. Und die Unterscheidung kommt aber daher, dass es nochmal etwas anderes ist,
zu sagen, wir ermitteln hier gegen einen großen Ring, der so etwas in organisierter Weise durchführt und vertuscht und über Generationen hinweg Menschen missbraucht und umbringt in hohen Zahlen auch. Der weitere Punkt ist, die vielleicht überzeugendsten Dokumente von Psychiatern aus dem ganzen Land, die zeigen, dass es den Betroffenen besser geht, wenn ihre Erinnerungen an rituellen Missbrauch behandelt werden, selbst bei Patienten, die jahrelang nicht auf andere Therapien reagiert haben. Das finde ich einen interessanten Punkt. Ich weiß nicht, wie sehr man das als Beleg heranziehen kann, dafür, dass das auch wirklich passiert ist. Aber es ist natürlich nochmal eine andere Perspektive zu sagen, es gibt hier Nachweise, dass diese Art der Therapie, die sich auf diesen rituellen Missbrauch bezieht, funktioniert und zu einer Besserung führt, gegenübergestellt dazu, dass es auch Geschädigte gibt durch diese Therapie, die das auch heute so bezeichnen, dass eine falsche Erinnerung in ihnen geweckt wurde und wodurch eben auch ein größerer Schaden entstanden ist. Weiter nennt dann Polte die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Genauso wie die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch, die wurde auf Grundlage eines Bundestagsbeschlusses eingesetzt, selbst die hat eine Studie zum Thema ritueller Gewalt durchgeführt. Und die haben im Rahmen eines Projekts ein Paper hergestellt und dieses Paper hat den folgenden Titel, nämlich Sexueller Kindesmissbrauch in organisierten und rituellen Gewaltstrukturen. Zusammenfassungen der Veröffentlichungen aus dem Forschungsprojekt in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Leider ist es so, dass dieses Paper keine neuen Erkenntnisse liefert, also keine neuen Indizien oder Belege anführt, sondern es wird sich darauf verlassen, dass es wahr ist, dass es diesen rituellen Missbrauch gibt, weil es eben die Menschen gibt, die davon berichten und man fokussiert sich darauf, wie man so etwas therapieren kann, wie so etwas genau aussieht, um eben allgemein darüber aufzuklären. Ja, und jetzt kommen Leute an. Leider ist es eine Kampagne im Moment. In der Schweiz ging die los und sagen, das ist alles eine Satanic Panic, die hier verbreitet werden. Was übrigens ein Begriff ist, der schon in den 90er Jahren von den Medien oder den Täterkreisen geschaffen wurde, weil da auf einmal sehr viele Fälle bekannt wurden dieser rituellen Gewalt. Und dann hieß es Satanic Panic. Ne? Durchs Internet und auch einfach ja dadurch, dass bei Therapeuten auf einmal rauskam bei Patienten, sie haben solche Erfahrungen und die Therapeuten konnten das ja auch erstmal nicht glauben, ja. Wenn die davon Kannibalismus hören, von den eigenen Kindern, die da geopfert und aufgegessen werden, die denken auch erstmal, kann das sein? Und hier, finde ich, hat Polter einen guten Punkt, wenn er die Geschichte so beschreibt, dass eben die Kinder zu den Therapeuten kommen und die Therapeuten erstmal selbst gar nicht glauben können, was die da berichten, dass das zu extrem für die ist. Und das ist ja auch ein Tathergang oder ein Ereignishergang, wie man ihn sich vorstellen würde. Also es ist einfacher, sich das so vorzustellen, dass Kinder etwas erleben, dass sie es dann erzählen und dass es dann zu so vielleicht auch einer Überreaktion kommt, zu einer Satanic Panic kommt. Aber dass es so rum passiert, dass es von den Kindern ausgeht, die etwas erzählen, und zwar den Therapeuten erzählen und den Polizisten erzählen und den Sozialarbeitern erzählen, als zu sagen, die ganze Satanic Panic wurde dadurch ausgelöst, dass es dieses Buch gab und dass dann diese Polizisten, Sozialarbeiter, Therapeuten diese falsche Erinnerung in die Patienten hineingetragen haben. Also es ist schwieriger, sich auf diese zweite Art vorzustellen. Deswegen finde ich das gut, dass er dann nochmal dieses Narrativ einstreut, weil das klar macht, dass beide Thesen nicht so einfach, nicht so völlig schlüssig sind, dass man die beide nicht so einfach glauben sollte vielleicht. Nur dann haben sich Therapeuten, die sich nicht kannten, ausgetauscht über Patienten, die sich nicht kannten, über Länder hinweg und sind auf dieselben Beschreibungen gestoßen. Jetzt spricht Polte nochmal das Argument an, dass diese Tathergänge von unterschiedlichen Personen an unterschiedlichen Orten gleich beschrieben werden und dass ja dadurch sozusagen entkräftigt, oder es gibt einfach diese Antithese durch Lydia Benecke und auch durch das allgemeine Narrativ, dass es eben durch die Literatur so ist, dass sich diese Beschreibungen so ähneln. Und wie gesagt, hier finde ich es einfach entscheidend, wie detailliert sind die Beschreibungen unterschiedlicher Personen? Sind die so detailliert, dass man sagt, das kann eigentlich kein Zufall mehr sein, das steht auch nicht in den Büchern drin? Dann wäre Lydia Benecke entkräftigt mit ihrer Erklärung. Aber jetzt, zum jetzigen Standpunkt, weiß ich das nicht und kann ich das nicht beurteilen. Und vor allem, das ist der wichtigste Punkt, warum es keine Verschwörungstheorie ist, sie haben bei ihren Patienten diese Persönlichkeitsspaltung gefunden. Das kann man nicht vorspielen. Ja, da wechselt eine erwachsene Frau von einem Moment in den anderen zu einem kleinen Kind.
spricht und verhält sich wie ein kleines Kind. Das heißt, diese Persönlichkeitsspaltung, die müssen gezielt herbeigeführt worden sein. Und an der Stelle, wo Polte dann die Persönlichkeitsspaltung an sich als Beweis dafür heranzieht, dass es diesen satanisch-rituellen Missbrauch gibt, ist er natürlich nicht schlüssig. Also diese Erkrankung könnte ja auch eine andere Ursache haben. Und all das kam dann schon raus. Ja. In den 90er Jahren, weil so viel rauskam, gab es dann diese Gegenbewegung. Satanic Panic und False Memory Syndrome. Das gesagt wurde, das sind alles falsche Erinnerungen, die von den Therapeuten eingepflanzt werden in diese unschuldigen Menschen, die vorher nichts mit ritueller Gewalt zu tun haben, was ja schon logisch einfach keinen Sinn macht. Warum sollten Therapeuten weltweit sich auf die Idee kommen und zu sagen, ich rede meinem Patienten jetzt ein, du bist in einem Kult aufgewachsen, du musstest dort Kinder quälen und töten. Und dann macht sich Polte nochmal darüber lustig, dass es angeblich eben so ein Therapeutennetzwerk geben soll, das weltweit Kindern einredet, dass sie satanisch rituell missbraucht worden sind. Und ich finde, er hat da schon einen validen Punkt. Er kann sich da schon darüber lustig machen, insofern, dass ich das Gefühl habe, diejenigen, die diese Geschichte so weitertragen und erzählen, diese Satanic Panic, diese gängige Geschichte, dieses gängige Narrativ, machen sich es ein bisschen einfach, indem sie so tun, als wären jetzt die Verschwörungstheoretiker die Irren, die glauben, es gäbe da so eine satanische Elite, die so eine Macht hat, das alles zu vertuschen, während man selbst aber auch einer These anhängt, die sehr erklärungsbedürftig ist und sehr fantastisch, jetzt ohne zu sagen, dass sie falsch ist, aber dass es so ein Phänomen gegeben hat, das bedarf wirklich einer genaueren Erklärung auf psychologischer Ebene, wie so etwas stattfinden kann, so eine Massenwahnvorstellung. Es ist nicht einfach so schlüssig, deswegen finde ich es in Ordnung, dass er das auch mal so gegenüberstellt, dass diese These eben auch sehr krude ist und selbst wie eine Verschwörungstheorie klingt. Wie kann man das nachvollziehen, wie wenn dich jetzt jemand fragen würde, ja, deine Quelle, ja, Marcel, wie würdest du denn dann antworten darauf? Ja, da müsste ich eigentlich gleich mal mein Buch ziehen, weil ich habe zwei Bücher zu dem Thema geschrieben. Das eine nennt sich Dunkle Neue Weltordnung. Und jetzt vor kurzem, im Dezember, ist eins erschienen. Das heißt Uncle Sam's. Der Name kommt von Uncle Sam's Snuff Factory. Das ist nämlich die Insider-Bezeichnung Uncle Sam's Snuff Factory für eine Untergrundanlage in Texas, wie sie Katie Groves beschreibt, die ich erwähnt hatte, die in einer Kultfamilie aufgewachsen ist mit CIA-Bezügen. Und da kommen wir gleich nochmal zu einem absoluten Schlüsselpunkt, weil ich beweisen kann, dass es diese Uncle Sam's Snuff Factory gibt und damit auch das, was beschrieben wird, was da stattfindet, auch diese Snuff-Film-Produktionen, wo beispielsweise Kinder bei zur sexuellen Befriedigung der Täter und vieles mehr. Sowas beschreibt sie im Detail. Ich kann das gar nicht jetzt hier alles wiedergeben. Im Buch habe ich einige Beschreibungen da von ihr aufgenommen. Und gegen Ende des Podcasts wird Marcel Polter nochmal gebeten, wirklich Quellen zu nennen, worauf eben seine Thesen beruhen. Und da fängt er an, über Katie Groves zu erzählen. Und Katie Groves, das ist eine Frau, die hat einen YouTube-Kanal. Ich habe versucht, mehr über sie zu recherchieren, aber es gibt nicht so viel. Es gibt Foreneinträge, wo über sie diskutiert wird. Und es gibt wirklich einen YouTube-Kanal, der einem echt ein ungutes Gefühl macht, wenn man sich das anschaut. Das habe ich gestern Abend noch gemacht. Ich verlinke den Kanal natürlich auch. Und darin berichtet sie darüber, dass sie gefoltert wurde, dass sie Teil des MK-Ultra-Projekts in den USA war. Das kannst du gerne mal nachschauen, falls du das noch nicht kennst. Das ist ein wirklich abartiges Projekt, das auch wirklich belegt wurde, das stattgefunden hat, das, wo Leute vor Gericht gelandet sind, das aber auch unter Mithilfe des Geheimdienst durchgeführt wurde, wo man Experimente an Menschen gemacht hat und sie eigentlich gefoltert hat. Und da sagt sie, dass sie dort Teil gewesen ist und dass sie Teil war seit Kindheit an, bis sie 17 war, von Snuff-Film-Produktionen in Texas. Und das, weiß ich, ob du das kennst, Snuff-Filme, das sind so Tötungsfilme eigentlich, die auch tatsächlich existieren. Da gibt es auch belegte Fälle, die wirklich zum Kotzen sind. Also das ist nichts, wo man jetzt Marcel Polte irgendwie widerlegen könnte, wo ich ihn auch nicht widerlegen wollen würde, dass so etwas existiert. Das ist aber natürlich jetzt auch nicht Inhalt des Videos. Es geht um diese rituell motivierten
Missbräuche. Es macht nochmal einen Unterschied, ob es jemand macht aus Profitgier oder ob Einzelne einfach Psychopathen und Perverse sind, die so etwas durchziehen für ihren eigenen Genuss oder wie man das auch nennen will. Oder ob es wirklich diese Elite gibt, die es schafft, diese über 12.000 Fälle zu verheimlichen, während sie eigentlich spirituell motiviert ist, diesen Kindesmissbrauch macht, weil sie an irgendwie an Satan glauben oder an etwas anderes, dass es sich selbst ermächtigt. Das ist nochmal ein Unterschied. Und worauf sich Marcel Polte bezieht, ist eben, dass Katie Groves anscheinend Aussagen darüber getätigt hat, wo diese Snuff-Filmproduktion stattgefunden hat und da Kellerräume beschrieben hat und solche Tunnelkomplexe, die eigentlich streng geheim sind und nur von dem Militär verwendet werden und wo man auch keinen Zutritt hat. Was natürlich bemerkenswert ist, wenn sie es geschafft hat, diese Räumlichkeiten zu beschreiben und mit so einer Tat in Verbindung zu bringen. Ich kann das aber überhaupt nicht beurteilen, weil ich habe ihre Erklärung dazu gar nicht gefunden und ich weiß natürlich auch nicht, wie es in diesen Tunneln aussieht. Deswegen müssen wir das einfach mal so beiseite schieben oder einfach mal so stehen lassen. Kommen wir mal zum sehr wichtigen Thema Quellen. Sowohl in diesem ersten Buch Dunkle Neue Weltordnung als auch in dem, was mir immer wichtig bei so einem kritischen Thema, wo es um Dinge geht, die kaum vorstellbar sind, dass wirklich jede einzelne Aussage durch gute Quellen belegt ist. Ja. Was sind das für Quellen? Zum einen sind es die Fachliteratur von Therapeuten, die seit rund 30 Jahren existiert, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Ich werfe jetzt mal ein paar Namen von Autoren in den Raum. Kann jeder diese Bücher finden, bei Amazon auch. Also beispielsweise die eben erwähnte Brigitte Hahn hat Bücher rausgegeben, ist selber aber keine Psychologin. Sie ist Sektenberatungsstellen, hat da gearbeitet. Dann Michaela Huber war die erste, die ein Buch über Persönlichkeitsspaltung rausgegeben hat und diese virtuelle Gewalt auch dort geschildert hat. Claudia Fliss, Claudia Igne sind Namen. Dann diese Memoiren von Wendy Hoffmann. Eine sehr wichtige Autorin ist Dr. Alison Miller, weil die auch diese MK-Ultra-Programmierungen beschreibt. Dr. Randy Noblitt hat über Ritual Abuse geschrieben. Also man muss eigentlich nur das Stichwort entweder rituelle Gewalt oder Ritual Abuse mal auf der deutschen oder amerikanischen Amazon-Seite eingeben. Da kommt man auf einige Fachliteratur zu dem Thema. Mhm. Dann die zweite Quelle sind Datenerhebungen. Also beispielsweise hat ein Zusammenschluss von Therapeuten 2007 unter dem Namen Arbeitskreis Rituelle Gewalt mal Therapeuten angeschrieben, und zwar Vertragstherapeuten, also Therapeuten, die mit der Kassenärztlichen Vereinigung irgendwie einen Vertrag haben, haben den Fragebögen geschickt und fragen, wie hattet ihr bei euch schon mal Fälle von ritueller Gewalt, was wurde da so berichtet? Hm. Und allein, und das ist nochmal wichtig, um sich das Ausmaß vor Augen zu führen, allein für Saarland, Rheinland-Pfalz, Ruhrgebiet und bundesweite Beratungseinrichtungen kamen dort 102 als glaubwürdig eingestufte Fälle von ritueller Gewalt zurück. Ja, für dieses kleine Gebiet der Bundesrepublik. Das heißt, wenn man das hochrechnen würde auf die ganze BRD plus dann noch die Dunkelziffer hochrechnen würde, sind wir bei vielen hundert Fällen allein in Deutschland, wo es um rituelle Gewalt geht. Dann gibt es eine Extreme Abuse Survey von 2007, wo man online abgefragt hat, einmal potenzielle Betroffene, aber ein Teil hat sich auch speziell an Therapeuten berichtet. Da waren ganz viele sehr, sehr detaillierte Fragen, auch zu Josef Mengele, auch zu diesen Alpha-Beta-Delta-Programmierungen, wobei man sagen muss, das ist Gehirnwellenprogrammierung. Das heißt, da werden Anteile geschaffen auf einem bestimmten Gehirnwellenbereich. Also wir wissen, die Gehirnwellen schwanken von der Frequenz. Da gibt es den Alpha-Bereich, Delta-Bereich, Beta-Bereich und so weiter. Und diese Kinder werden so konditioniert, dass ein Anteil geschaffen wird, der sich in dieser speziellen Frequenz quasi halten muss, durch Folter, die da zum Einsatz kommt. Das ist eine andere Quelle, wobei interessant ist, jetzt im Anschluss an diese Propaganda, jetzt auf einmal aufgefallen ist, dass diese Studien von Extreme Abuse Survey, diese Daten vom Netz genommen worden sind. Die Seite gibt es noch, aber die
PDFs kann man nicht mehr ziehen. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber es ist auffällig, weil das ja sicher 10 Jahre online war und jetzt auf einmal, wo durch die Medien diese Propaganda kommt, ist es nicht mehr abrufbar. Meinst du mit der Propaganda dieses ganze Satanic Panic? False Memory, genau. Dann andere Quelle, auch ganz, ganz wichtig, hatte ich schon erwähnt, UKASK, diese unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von Sex- und Kindesmissbrauch, kann man im Internet auf die Seite gehen. Da gibt es Studien zum Thema rituelle Gewalt, die diese Persönlichkeitsspaltung thematisieren, die dort auch sagen, die Täter müssen über diese gezielte Aufspaltung Bescheid wissen und das anwenden können. Es wurden viele Betroffene angehört. Da sind auch Aussagen, die dann auch in der FAZ genannt worden sind, dazu, dass diese Täter oft aus sehr einflussreichen Kreisen kommen. Das ist eine weitere Quelle. Dann Dokus, einige wenige. Aktuell gibt es da nicht mehr viel Höllenleben. Dann gibt es aber zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal von Zeit Online eine Doku, Wir sind die Nickies, von einer Betroffenen, ich meine sogar die aus Höllenleben, die da auch mit Therapeuten und so gezeigt wird, wo es auch diese Wechsel gibt von Persönlichkeitsspaltung. Das ist jetzt mal so eine kleine Auswahl an Quellen. Ich gucke gerade noch mal, ich kann es ja gerade mal so zeigen. Du hast es ja in deinem Buch dann. Ja, da sind ja alle Quellen. Da hast du deine Quellenverweise. Also allein hier, wenn ich mal nur so durchblätter, das sind jetzt hier alles Quellen. Und dann nennt Marcel Polt noch eine Reihe von weiteren Quellen, die er verwendet. Und das sind leider alles Quellen, die darauf basieren, dass es eben diese Berichterstattung gibt von den vermeintlichen Opfern, die darüber erzählen. Und dass deswegen davon ausgegangen wird, dass es eben das auch gibt, dass das so stattfindet. Aber das bringt uns keine neuen Erkenntnisse, weil das widerlegt nicht die These, dass es auf einer falschen Erinnerung beruht, was diese Menschen berichten. Wie gesagt, das ist immer noch ein verrückter Fall. Das ist immer noch ein verrücktes Ereignis, das bei so vielen Menschen stattgefunden haben soll, dass sie sich alle falsch erinnern, ist immer noch fantastisch. Aber genauso fantastisch ist es anzunehmen, dass es diese über 12.000 Anzeigen gibt und Fälle gibt und man nie etwas gefunden hat, das mal eine rituelle Tötung irgendwie belegt, dass so ein Ritual irgendwie entlarven würde oder so eine Organisation wirklich offenlegen würde. Beide Erklärungsmodelle sind jetzt nicht so leicht zu glauben. Aber Marcel Polte nennt auch in dieser Aufzählung von Quellen die Doku Höllenleben. Die habe ich vor vielen Jahren schon mal gesehen. Die macht einem echt Gänsehaut. Und da habe ich jetzt noch mal reingeschaut. Da gibt es irgendwie zwei Teile. Und in dem zweiten Teil, ganz hinten, ist noch mal etwas wirklich Extremes aufgeführt. Nämlich wird da von zwei Schwestern berichtet, die beide angeblich missbraucht worden sind als Kinder, die dann aber sich irgendwann nicht mehr getroffen haben, keinen Kontakt mehr hatten, die aber bei der Polizei genau dieselbe Aussage getätigt haben, solche satanischen, rituellen Prozesse beschrieben haben und die dann auch nochmal in der Doku ausgesagt haben, also aus ihrer Erinnerung heraus gesprochen haben, ohne, so scheint das in der Doku, ohne dass sie sich vorher abgesprochen haben. Eigentlich haben sie sich 10 Jahre nicht mehr gesehen. Und dass sie eigentlich unabhängig voneinander dasselbe berichten, das will ich jetzt hier nochmal zeigen. Das Schlimmste, an das sich die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, erinnern, sind ritualisierte Geburten und Opferungen. Antje und ihre Schwester haben bei der Polizei auch darüber ausgesagt, unabhängig voneinander. Nach 10 Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben. Diese Geburt wurde eingeleitet. Es war mit einem Arzt und ich kann nicht mehr sagen, ob ich eine Spritze bekommen habe oder ein Getränk oder beides. Das ist alles möglich. Da war Antje schwanger. Da war ich 10, als ich schwanger war. Da muss sie ungefähr 14 gewesen sein. Es gab in der Ecke ein Schaffelllager, wo ich auch schon mitbekommen habe, dass andere dort ein Baby auf die Welt gebracht haben. Bis es dann irgendwann mir passierte und ich auch ein Stück von dem Mutterkuchen schlucken musste. Dort hat sie das Kind geboren. Es hat ihr keiner geholfen. Das musste sie alleine tun und sie war auch hinterher völlig fertig. Ich wurde festgehalten, musste zusehen. Du wurdest festgehalten? Ja. Von wem? Also von der Mutter auch.
Er hat mich an den Schultern festgehalten auch. Ich musste das mit ansehen, um einfach auch um zu wissen, was auf mich vielleicht mal zukommt. Und zu wissen, du hast sowieso keine Chance. Und ich weiß noch, dass ich im Prinzip überhaupt nicht laufen konnte und das Blut mir an den Beinen herunterlief und all solche Sachen und auch die Fruchtblase irgendwie verwendet wurde. Die Nachgeburt kam dann auch, dann hat sie Spritzen gekriegt, dass sie aufstehen kann und auch laufen kann. Dann wurde sie in eine Kutte gesteckt, der Raum wurde gewechselt und dann lag das Kind da. Schreiend, also die Kutten haben sich alle wieder in der Runde drum aufgestellt. Es wurde auch dabei gesungen, die haben rhythmisch gesungen. Es war also keine Worte dabei oder so, es war einfach nur ein Rhythmus, laut, leise, in einer bestimmten Intonation. Ich musste dieses Kind töten, obwohl ich selbst kaum dazu in der Lage war, zu stehen, zu gehen oder irgendwas. Dann kam Antje in der Kutte, man konnte auch noch sehen, das Blut lief ihr auch runter. Die haben mir da nicht irgendwie geholfen oder so, das war nicht. Und dann stand sie halt vor dem Baby und musste zustechen. Ich wurde dazu aufgefordert. Meine Hand wurde geführt. Ich musste ein bestimmtes Ritualmesser nehmen mit dem Namen Atame. Der hohe Priester kam, der hat ihr das Messer in die Hand gedrückt und hat ihr das Messer geführt. Und sie musste zustechen ins Brustbein. Den Brustkorb öffnen, diese weichen Rippen spreizen, das Herz herausnehmen. Also das Herz entnommen, da musste Antje auch ein Stück von essen. Dann wurde dieses Herz in eine Schale gelegt. Und jeder, der um den Altar herum stand, musste ein Stück dieses Herzen essen. Und der hohe Priester hat ihr die Hand geführt? Der hat ihr die Hand geführt, der stand hinter ihr. Der war größer natürlich als sie. Der hatte eine schwarz-goldene Maske auf. Das war irgendeine Tiermaske. Deswegen, also die anderen hatten auch spitze Kapuzen. Der hatte eine runde Kapuze und die Maske davor. Und er hat ihr die Hand so über den Kopf geführt. Und hat das Stechen hat er ihr geführt. Und als ich das gestern gesehen habe, das hat mich schon nochmal geschockt. Also da wird mir schon übel, wenn ich so etwas höre. Und das ist ein Punkt, den ich Polte zuschreiben würde, auch wenn er ihn selber gar nicht explizit genannt hat. In der Doku geht es hauptsächlich um eine Frau mit multipler Persönlichkeitsstörung und die in verschiedene Persönlichkeiten reinrutscht und eben auch solche Erinnerungen hat. Aber es gibt keinen erhärtenden Verdacht, es gibt keine polizeilichen Erkenntnisse. Die Polizei selbst stuft auch Fälle, die in der Doku genannt wird, als unsinnig ein. Das hat nicht stattgefunden. Und nur diese Szene und diese zwei Personen, die genau dasselbe berichten und die ja abartigstes Zeug erzählen, die lassen mich dann doch wieder zweifeln an der These, dass es sich dabei einfach um eine Wahnvorstellung, um falsche Erinnerung handelt. An sich kann ich das glauben. Und ich muss auch sagen, letztendlich kann ich jetzt keine echte Haltung einnehmen, sondern ich muss da vieles offen lassen. Letztendlich kann ich mir aber auch vorstellen, dass beides existiert. Also man weiß, dass es Satanisten gibt, dass es satanische Zirkel gibt. Es gibt ja ganz offizielle Vereine, denen jeder beitreten kann, theoretisch. Und es ist auch nur normal, dass es Machthierarchien gibt, auch in solchen Kreisen, dass es dann Kreise gibt, die einfach mehr Einfluss haben oder wo vielleicht nochmal andere Sachen besprochen werden als in den unteren Kreisen. Also jetzt mal, um ein Beispiel zu nennen, Eltern, Mutter und Vater, die besprechen untereinander auch nochmal andere Sachen, als jetzt im Kreis mit ihren Kindern besprechen. So einfach nur, um klarzumachen, es ist logisch, dass es das gibt, weil es einfach ganz natürlich ist, dass es Machthierarchien gibt und dass dort andere Dinge besprochen werden, dass es Geheimhaltung gibt. Und wir wissen auch, dass es abartigste Fälle von Kindesmissbrauch gibt. Wir wissen, dass es organisierten Kindesmissbrauch gibt. Dass es zum Beispiel der Fall Dutroux in Belgien hat aus meiner Sicht klar gemacht, dass es extrem mächtige Menschen gibt, die daran interessiert sind, dass so ein Kindesmissbrauch stattfindet, dass Kinderpornografie produziert wird. Da sind 27 Zeugen plötzlich tot gewesen, teilweise auch offen
umgebracht worden, die dann plötzlich nicht mehr aussagen konnten, während der Richter gewechselt wurde, sodass der Fall einfach so eingestuft wurde, als ging es um Dutroux als Einzeltäter. Was natürlich die Frage offen lässt, wie kam es dann dazu, dass diese ganzen Zeugen einfach tot waren? Also wenn man sich den Fall anschaut, ist für mich klar, dass es eine extreme Professionalität dahinter gibt, hinter Kindesmissbrauch, dass es Ringe gibt, Netzwerke, die professionell sind, die mächtige Personen mit einschließen. Es gibt auch den Fall des Kentler-Experiments in Deutschland, wo strukturiert mit staatlicher Unterstützung Kinder missbraucht worden sind. Aber es gibt keinen Fall, der jetzt so aufzeigen würde, dass es wirklich diese satanische Elite gibt, die das in so einem rituellen Kreis mit einer gewissen Ideologie geprägt durchführen würde und auch in diesem extremen Ausmaß weltweit über Generationen hinweg mit regelmäßigen Tötungen. Es gibt halt diese vielen, vielen Aussagen, auch heute noch findet man auf YouTube Personen, die berichten, was als Kind mit ihnen passiert ist. Und es ist natürlich, es ist schwer, das einzuschätzen. Ich glaube auch, dass es diese psychologischen Phänomene gibt. Also ich glaube an Massenwahnvorstellungen. Also ich meine das auch zu erkennen aus jüngster Zeit, dass Menschen an gewisse Gefahren geglaubt haben und die für sie selbstverständlich sind und alle dasselbe erzählt haben, während man das gar nicht irgendwo festmachen konnte, dass das tatsächlich so existiert. Also an diesen psychologischen Effekt, ich denke, dass es den gibt. Ich denke auch darüber hinaus, dass es so etwas gibt, wie Carl Jung beschreibt, dass es archetypische Symboliken gibt und Bilder gibt, die einfach in uns hochkommen können und stellvertretend für zum Beispiel das Böse an sich in der Welt sind und dass es dort auch gleiche Bilder sind. Also was Carl Jung auch gezeigt hat, ist, dass es kulturübergreifend, wirklich auch über lange Zeitspannen übergreifend in den Geschichten, in den Religionen, ja, in den Mythen einfach gleiche Symboliken gibt, gleiche Abläufe in den Geschichten gibt, obwohl sich diese Kulturen gar nicht gegenseitig gekannt haben. Und daraus hat er entschlossen, dass es so ein kollektives Unbewusstes gibt, wo gewisse Formen und Muster nun mal drin stecken und dass jeder mit diesem kollektiven Unbewussten zur Welt kommt, mit denselben Mustern. Dass dieselben Muster und archetypischen Erzählungen, Symboliken eben in uns. Dann kann es natürlich sein, wenn Menschen derart traumatisiert sind, psychische Probleme haben, dass die Bilder, die bei ihnen hochkommen, sehr ähnlich sind und dass das auch ja, diese satanischen Bilder sind, dass das irgendwie in uns abgespeichert ist, in der Psyche, ohne dass das jetzt in echt passiert sein muss. Also genau, und ich glaube auch, ich finde es auch schlüssig, dass diese Therapeuten teilweise das verursacht haben könnten oder dass sie mit dazu beitragen, dass es mehr solche Erinnerungen gibt, weil ich einfach diesen Effekt kenne, wenn so Therapeuten helfen wollen, wenn gerade bei so einem Fall, wenn so etwas im Raum steht, dass man der Held sein will und sowieso sich gerne in der Position des Helfers sieht, der dem Opfer ja Zuflucht bietet und sein Problem für ihn löst, dass das oft bei Therapeuten vorkommt und dass sie vielleicht in diesem Übereifer dann auch zu sehr die Patienten gedrängt haben, eine Erinnerung wirklich hervorzubringen. Aber wie gesagt, ich finde es nicht einfach so schlüssig. Ich kann mich jetzt nicht einfach so hinstellen und so sagen, dass die andere Seite, die davon ausgeht, dass dieser Kreis an Satanisten so mächtig ist, dass es nicht zu Verurteilungen kommt, dass das jetzt einfach Quatsch ist, weil das natürlich auch Erklärungsbedarf weckt. Also warum kann überhaupt gar nichts nachgewiesen sein? Es klingt sehr unwahrscheinlich bei dieser Vielzahl von Anzeigen. Wenn es aber jetzt noch mehr Fälle gäbe, wie das, was ich jetzt da gesehen habe mit den beiden Schwestern, die einfach dasselbe erzählen, das ist ja auch schon erklärungsbedürftig. Wie kann es sein, dass diese zwei Schwestern dieselben Zeremonien beschreiben? So, also wenn jetzt beide eine falsche Erinnerung haben, warum sind die dann genau gleich? Das würde ich gerne wissen, was da jetzt so eine Lydia Benecke zum Beispiel dazu sagen würde. Und wenn es noch mehr solche Beschreibungen gibt, also es gibt ja jetzt in diesen Untersuchungen Leute, die sagen, aus dem Grund, dass die so detailliert gleich sind, die Beschreibungen der Tathergänge,
ist das ein Beleg dafür, dass das so stattgefunden haben muss. Wenn das so ähnlich detailliert ist oder noch detaillierter, dann muss man natürlich schon sehr in Frage stellen, ob das jetzt alles Wahnvorstellungen sind, alles falsche Erinnerungen sind. Und wie gesagt, es könnte beides möglich sein. Es könnte sein, dass es so eine solche Zirkel gibt, die so etwas durchziehen, die so etwas machen, und dass es auch diese Satanic Panic gibt und dass dann Therapeuten und so weiter das noch in die Welt verstärkt getragen haben, zu falschen Erinnerungen geführt haben und dass es beides wahr sein kann. Das ist jetzt so mein Stand, nachdem ich das alles recherchiert habe. Ich kann da jetzt keine klare Haltung einnehmen. Das war aber auch nicht der Zweck des Videos, sondern einfach mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Ich finde das hochspektakulär, was da stattgefunden hat, so oder so. Je nachdem, welche Erklärung wahr ist, ist es so oder so einfach ein extremer Fall. Und es macht Sinn, so etwas zu kennen, dass so etwas stattfindet. Und jeder kann sich ja seine eigene Meinung dazu bilden.